Hallo und seid herzlich gegrüßt, meine Freunde, im Landwirtschaftssimulator 2022. Ja, und heute gibt es wieder eine neue Folge vom Projekt Viva Italia. Ja, und wie ihr vielleicht sicherlich gelesen habt in der Videobeschreibung, ich habe die Folge Zahltag genannt. Und ja, schauen wir mal, ob es denn heute ein richtig guter Tag wird. Meine Siloballen sind fertig gegoren, so dass wir die heute verkaufen können. Ja, und dann bin ich echt mal gespannt, was da heute an Cash für mich rumkommt. Den Mast noch ein bisschen rausschieben. Ja, ich habe auch richtig Geld ausgegeben, muss ich dazu sagen. Ich habe mir bei der Biogasanlage einen Ballentransportanhänger geliehen und ja, damit möchte ich hoffentlich sicher und heile 26 Ballen jetzt erstmal zur Biogas bringen. Der Preis ist nicht schlecht, gibt so ungefähr 1100 Euro für einen Ballen, sind 3500 Liter Ballen, die ich hier gepresst habe. Ja, dann könnten wir unser Konto natürlich ordentlich aufstocken. Aber wie gesagt, wir werden es erstmal aufladen müssen, verkaufen und dann wird Kasse gemacht. Ja, und ich habe... Na Mann, was ist denn mit dem LS-Frosch jetzt schon wieder los? Ich habe natürlich hier schon mal angefangen zu laden. Weil ansonsten wäre die Folge länger wie eine halbe Stunde nur mit dem Ballenladen beschäftigt gewesen. Und ihr wisst alle selber, die ihr LS spielt, es hat sich zwar einiges gebessert in puncto Physik der Ballen, aber ihr seht selbst, wie die hier drauf liegen. Je mehr es werden, desto schwieriger wird das Ganze. Die entwickeln unheimlich Eigenleben. Ja, ich bin dann wirklich heilfroh, wenn ich es geschafft habe. Ja, auch einfach mal hier die Gurte schon mal lösen, wieder spannen, sodass die Ballen fest sind und mir dann nicht runterfliegen. Und ich wollte es halt auch gern mit der Folienballenzange machen. Sicherlich wäre es einfacher gewesen, hier einen Spieß zu nehmen, aber ich denke, im wahren Leben hätte man auch erstmal zum Verladen eine Zange genommen. Was die dann in der Biogas machen, da bin ich mal gespannt. So, zwei Stück packen wir noch drauf. Und dann denke ich, ist die Sache hier fertig. Und dann müssen wir sie nur noch heile runterfahren. Upsi. Ja, da kann ich dann doch viele verstehen, die dann sagen, nee, ich nehme dann lieber einen Autoloader. Aber wer mich kennt, der weiß, dass das nicht so mein Ding ist. Und so schlecht sind sie jetzt gar nicht aufgeladen, bin ich der Meinung. Oder? Was sagt ihr? Es wird auf jeden Fall... jetzt habe ich wieder zwei erwischt, ne? Da geht's schon los, ne? Ja, da hängt einer einfach mit dran. Weiß der Geier warum. Das ist der Vorführeffekt. Wahrscheinlich muss ich hier noch ein bisschen rüber. So. Jetzt haben wir ihn doch halbwegs sicher. Aber lieber mal den Mast wieder ein Stück rein.
Tja, und jeder, der im realen Leben mit Ballen zu tun hat, der weiß, dass die im Normalfall ja sich wirklich, na wie soll ich sagen, miteinander verkeilen, gerade auf so einem Ballenladewagen. Man lässt sie einfach runterplumpsen. Also nicht aus großer Höhe, ne? Und dann passt das eigentlich. Aber hier der eine zum Beispiel im Hintergrund, ja, der liegt halt auf der Kante. So, wir machen lieber auf hier, bevor noch ein Unglück passiert. Und gehen wir mal schauen, wie der jetzt da liegt. Ne, wir lassen den lieber so, als dass ich da hier noch irgendwelche bösartigen Dinge erleben muss. So. Ja, ein bisschen was von meiner Wiese habe ich natürlich jetzt damit auch kaputt gefahren. Aber was soll's. Wie viel liegen denn dann noch hier? Mal kurz einen Überblick verschaffen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Stück. Glückszahl, Unglückszahl? Ich weiß es nicht. Nee, ich bin eigentlich nicht abergläubig, von daher. Ich würde es als Glückszahl bezeichnen. So, jetzt stellen wir die Deichsel wieder ziemlich gerade. Ich hatte ja gehofft, wenn ich die Deichsel vorne runterlasse, dass die dann nach vorn rollen, aber keine Chance. So. Und jetzt geht's zur Biogasanlage. Müssen wir natürlich auch ganz schön aufpassen hier. Das ist ein verdammt langes Gerät, der Roland Ballenladewagen. Dass wir da nirgends hängen bleiben. Aber ich hatte mir überlegt, wenn der Preis jetzt gerade so gut ist, mit meinem kleinen Ballenanhänger, den ich habe, dem Strautmann, puh, wie viele Fuhren wären das geworden, ne? So, hier ist gerade frei. Dann düsen wir mal hier rum. Was heißt düsen? Das war knapp. Wir werden auch mal den Tempomat ein bisschen runternehmen. Und nicht so hier lang feuern. Aber bislang macht sich die Fuhre ganz gut. Schau lieber nach vorn, Sachsenbauer, sonst könnte es noch ein Unglück geben. Ach so, und dann gibt es ja noch was Neues zu berichten. Ich habe mir noch einen Mulcher gekauft. Einfach aus dem Grunde, ich möchte mal das ausprobieren, was man nun alles richtig machen muss, um beim Ertragsbonus auf 100% zu kommen. Ich habe da jetzt verschiedene Versuche gemacht. Zum Beispiel habe ich da auch nach Feierabend mit Micha auf einer Multiplayer-Map da Verschiedenes ausgetestet und er sagt halt immer mulchen, grobern und dann nochmal mit einem Flachgrubber das Saatbett erstellen. Und das hat eigentlich in der Vergangenheit bei uns immer ganz gut funktioniert. Und das wollte ich jetzt gern hier auf der Map auch probieren, einfach um ja, einfach das Optimum rauszuholen. Und mit dem Mulcher ist ja, ein Kollege von mir, den ich eingestellt habe unterwegs, der heißt Massimo. Der eine oder andere wird ihn vielleicht sogar noch kennen aus dem LS19.
aus dem Projekt Italia mit Jens und Holger. Der hat damals in der Tankstelle gearbeitet, aber ja, der Besitzer hat die Tankstelle verkauft. Er war arbeitslos und hat dann eines Tages bei mir an der Tür geklingelt und hat gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Kennst du mich nicht noch? Und ja, kurzerhand haben wir einen Arbeitsvertrag gemacht und er arbeitet jetzt bei mir mit auf dem Hof. Also das Gewicht der Ballen ist deutlich zu spüren. Da hat der Valtra hier mit seinen knapp 200 PS auch ganz schön zu knaubeln dran, aber es läuft. So, boah, da ziehen wir ja schon wieder eine Schlange hinter uns her. Mal sehen, wo der hin will. Der will da rum, sehr gut. Von hinten ist frei. Tja, Jungs und Mädels hinter mir, da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Boah, es ist jetzt Vollgas hier. Meine Herren. Die Ladung zieht in den Knochen. So, kommt der Händler in Sicht und dann haben wir es nicht mehr allzu weit bis zur Biogas. Hier schön sachte drüber. Ja, und der Betreiber der Biogasanlage, der die Ballen aufkauft, der hat mir auch gesagt, ich müsste die selber abladen. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass er mir deswegen mehr zahlt, aber wäre keine Zeit und es wäre ein Radlader am Hof dort oder an der Anlage. Und damit könnte und müsste ich meine Ballen selbst abladen. So. Könnten ja jetzt mal kurz schauen, was hier dieses ganze Geschoss wiegt. So, sehen wir natürlich nicht, weil der Spiegel im Weg ist. Wir gehen mal ran. 24,7 Tonnen. Naja. Ob das hinkommt? Keine Ahnung. So, er hat gemeint, ja, da runter, aber hier komme ich doch nie rum jetzt in einem Zug, oder? Ah, doch, geht. Sehr schön. So, und da werden wir vielleicht hier das Ding querstellen. Gucken, wo der Radlader rumsteht, den er da angesprochen hatte.
erstmal hier die Disco-Leuchte aus. Gut, gehalten hat alles. Ach, ich wollte ihn doch nicht aufschneiden. Mann! Das war natürlich jetzt dumm. Kann er froh sein, dass bloß die Folie aufgeschnitten ist und nicht hier der ganze Ballen verteilt. Ja, hier ist der Verkaufstrigger und da habe ich, muss ich ganz ehrlich auch euch gestehen, probiert hier ranzufahren, ganz knapp. Es nimmt die Ballen nicht vom Anhänger runter. So. Das ist ja ein ganz amtliches Geschoss hier. 821G von Case. Und der nimmt natürlich keine Ballengabel. Ballenzange, ne? Da wird der die Silagegabel genommen. Aber egal. Ich will jetzt einfach Geld verdienen damit. Und dann müssen wir sie halt selbst abladen. Ein bisschen sachte machen. Es ist mir ein unbekanntes Gerät. Der hängt verdammt gut am Gas, muss ich gerade feststellen. Der hat gemeint, drei Ballen könnte man schon nehmen. Also probieren wir das jetzt aus. Dass wir nicht den Anhänger umschmeißen hier. So. Und dann meint er da oben rein. Dann müssen wir noch ganz hoch. Der Schwerpunkt ist weit oben. Uiuiuiui. So, drei Ballen gibt 3383. Nicht schlecht, Herr Specht. Machen wir das aber mal ein bisschen vernünftig hier. Und nehmen beim Rückwärtsfahren den Schwerpunkt mal nach unten. Und schon fährt das Ding auch besser. Ja, man muss auch ziemlich genau hier diesen Bunker da treffen. Genau. Und wieder 3383. Also, das funktioniert soweit ganz gut. Dann ist heute doch Zahltag. Und was ich auch noch gesehen habe, es gibt jetzt doch jede Menge Lohnaufträge, wo man sich bewerben kann und auch einiges zum Dreschen. Da muss ich auf jeden Fall auch noch schauen, was wir da ergattern können.
Tja, jetzt gab es sogar einen Euro mehr. Also ist der Preis noch am Steigen. Na gut, aber die Dinger müssen jetzt einfach weg. Und ich brauche auch Geld. Weil den angesprochenen Saatbettgrubber habe ich natürlich noch nicht gekauft. So erst mal schauen, was sowas kostet. Will ja auch nicht so ein Riesengerät haben. Die habe ich natürlich jetzt richtig blöd angespießt. Komme ich da noch drüber? Na, gerade so. Also hier muss ich mir mein Geld doch ganz schön hart verdienen, ne? Ja, aber ich finde es eigentlich auch mal ganz schön, sag ich mal, dass man nicht einfach nur mit dem Anhänger ranfährt und die Ballen spawnen alle weg. So, noch ein Stück höher. Sondern, ja, eben auch mal händisch abladen. So. Falls jemand sich fragt, den Case, wo ist der her? Ja, das ist ein Mod. Gibt's im Mod-Hub. Finde ich eigentlich ganz nice, das Ding. Hat einen schönen Sound. Funktioniert sehr gut. So, jetzt haben wir ja hier unten vier Ballen. Aber das, ich denke, das ist zu kriminell. Das müssen wir nicht ausreizen. Fliegt er mir noch daneben und irgendwo, ja, bei dem Bunker hin, wo ich ihn nicht rauskriege. So, waren das jetzt bloß 3375? War da ein kleinerer Ballen dabei? Keine Ahnung. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch mal in der Innenperspektive probieren. Mal sehen, wie das so läuft. Ja, den einen habe ich nie so richtig erwischt. Aber der muss ja auch bloß die 3, 4, 5 Meter hier rüber auf dem Spieß bleiben oder auf der Silagegabel. Ja, allzu viel zu sehen ist hier nicht, ne? Aber es geht. Und was ich noch schön finde, hier drin ist das Display animiert. Richtig cooles Ding. Na,
irgendwie, also ich zumindest kann es manchmal nicht so richtig einschätzen. Und ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, da habe ich am Anfang des Videos noch gesagt, ne? Ich habe schon mal vorgeladen, damit es keine Folge nur mit Ballen aufladen wird. Heute haben wir mal eine andere Version, sondern laden Ballen ab. Oh ja, gut. Dann ist es halt so, ne? Drauf? Ich glaub's nicht. Ich versuche mal langsam zu fahren. Langsam hatte ich gesagt. Der ist weg. Und der auch. So, Kontostand 74.000 und zerdrückte. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir richtig gut. Zumal ich ja, wie gesagt, noch Ballen auf der Wiese zu liegen habe. Puh. Stellen wir das Ding erstmal wieder hier ordnungsgemäß ab. Ich weiß ja nicht, ob noch ein anderer Kollege hier aus der Nachbarschaft Ballen bringt. Wir wollen ja keinen Ärger mit dem Biogasanlagenbetreiber. So. Das hat geklappt. Und ich würde sagen, wir fahren wieder zurück zur Wiese und holen noch den Rest. Ach, ja, super gemacht. Ganz super gemacht. Ja, wo ist denn jetzt hier die Ausfahrt? Kenn mich auch noch nicht aus. Obenrum wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest. Aber mit dem Geschoss hier rum, meine Herren, ist das eng. Aber passt. Passt, passt, passt. Aha, und hier geht's wieder raus. Oh, upsi, keiner gesehen. Ja, fahr durch. Na, so langsam geht anscheinend hier der Berufsverkehr los.
So, und es ruckelt immer noch in der Innenperspektive, aber ich war seit dem kleinen Patch, der jetzt gestern oder vorgestern kam, das erste Mal, dass ich wieder auf der Map war hier. Ich denke, da muss ich noch ein, zwei Stündchen verbringen und dann sollte das auch wieder problemlos laufen, hoffe ich mal. Ja, wie gesagt, 74.000, die restlichen Ballen noch dazu. Ja, schauen wir mal, wo wir dann landen am Ende. Und was wir an Aufträgen kriegen können und so weiter und so fort. Und damit sage ich für heute danke fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Auch wenn es wieder eine Folge nur mit Ballen war. Aber ich fand das mal cool, auch mal händisch die abladen zu müssen und nicht einfach hin und Kohle aufs Konto. Und ihr wisst schon. So, und damit verabschiede ich mich und hoffe, euch beim nächsten Mal hier wieder mit begrüßen zu können, wenn wir weitermachen mit dem Projekt Viva Italia. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.